So, Peoples, Servus an alle wie immer und herzlich willkommen zum Teich-Update Nummer knapp 40 müsste es sein, irgendwo in dem Dreh, bin mir nicht ganz sicher, wie jedes Mal, sorry dafür. Aber erstmal, um was geht's? Ja, der Waschbär treibt mich immer noch in den Wahnsinn. Ich bin leider mit meiner bestellten Lebendfalle irgendwie nicht so weit gekommen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Ja, deswegen habe ich jetzt hier auch mal vor dem Skimmer so ein, so ein Behälter mit Steine einfach mal platziert, weil der immer wieder es geschafft hat, den Skimmer umzukippen. Ich werde auch gleich im Anschluss, oder was heißt im Anschluss, jetzt gleich ein Video einblenden, wo ihr seht, wie der sich hier an dem Skimmer zu schaffen macht. Und sich quasi von oben von dieser kleinen, von diesem Überhang runterlehnt und versucht, meine Fische zu attackieren. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Kollegen nachts immer sehr gerne hier hinten bei der Pumpe sind und kurz unter der Wasseroberfläche chillen und der Karaschigoi tatsächlich auch drei richtig fette Kratzer am Rücken hatte. Also ich vermute mal, dass er ihn in dieser Nacht auch erwischt hat. Zudem kommt die Tatsache, dass der sich hier hinten immer vergnügt. Hier liegen ja diese Phosphatbinder von Oase, also diese Pakete, die habe ich da hingelegt, weil die sollen in der Strömung liegen oder halt in einer gut durchströmten Stelle. Und ja, die haut er durch die Gegend, reißt die auf, macht die auseinander. Ich habe schon zwei, drei Stück verloren. Ihr seht auch hier am Rand diese freien Stellen. Normalerweise ist es ja bei mir so, dass die wirklich alle bedeckt sind von Sediment und was weiß ich. Und ja, der macht es hier nachts, spielt er hier rum. Er ist gestern Nacht auch direkt vor mir gewesen. Also ich bin hier rausgekommen an den Teich, wollte noch mal gucken, ob alles im grünen Bereich ist. Und der stand hier einfach. Einfach so direkt vor mir, hat mich angeglotzt mit großen Augen, hat sich nicht groß wegbewegt. Ja. Hier sieht man jetzt auch mal eine kleine Horde an Goldfischnachwuchs. Apropos Goldfisch, vielleicht ist euch ja was aufgefallen im Teich. Ich sage jetzt mal nichts, aber ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Diese Armee an großen Goldfischen, die hier mal drin war, ist nicht mehr drin. Die haben wir rausgefangen und verschenkt. Und ja, ganz unspektakulär sind die in einen anderen Teich gewandert. Von daher, ja, muss ich jetzt warten, bis die hier größer werden, damit ich die auch rausfangen kann. Weil mit dem Kescher die kleinen Dinger zu verfolgen, das ist eine Aufgabe. Ja. Kann man eigentlich knicken. Von daher, genau, das war jetzt mal kurz mein Update. Was den Waschbär angeht, das ist wirklich eine Never-Ending-Story. Was heißt eine Never-Ending-Story? Es ist vielleicht auch ein bisschen von mir geschuldet, weil ich auch nicht genau weiß, wie die Situation da ist. Ihr habt es ja schon geschrieben in den Kommentaren beim letzten Video, dass es da auch, dass es eine Schonzeit für die Viecher gibt. Das ist ja eine eingeschleppte Art. Natürlich haben die auch Nachwuchs und so, das ist ja auch alles in Ordnung, die man schützen soll und keine Ahnung. Aber wie gesagt, das ist eine eingeschleppte Art, die irgendwie, ich will jetzt keine Fake News verbreiten, aber irgendwie, keine Ahnung, vor 50 Jahren oder so mal hier eingeschleppt wurde und sich seitdem hier verbreitet. Naja, keine Ahnung, was man da machen soll. Der Stadtjäger ist alarmiert, besser gesagt eine E-Mail geschrieben, ans Telefon geht der Kollege natürlich nicht. Es wird sicherlich auch ein teurer Spaß, den dann quasi verjagen oder jagen zu lassen. Keine Ahnung. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was das angeht. Den Kois geht's gut, wie ihr sehen könnt. Schöne Kavenzmänner. Es wandern hier immer noch pro Tag 150 bis 200 Gramm Futter rein. Den Filter habe ich erst im letzten sauber gemacht. Hier auch jetzt nochmal so neue Möbel geholt. Sehr, sehr geil. Kann man nur empfehlen. 150 € pro Stück mit Beistelltisch. Also kann man überhaupt nichts sagen. Das so als kleine Schleichwerbung am Rande. Und genau, Filter habe ich gestern, vorgestern sauber gemacht. Bürstenfilter und den Screenmatic einfach mal grundlegend gesäubert. Einen riesigen Wasserwechsel gemacht. Also bestimmt 50% Wasserwechsel. Ich mache jetzt in der letzten Zeit sowieso sehr, sehr viel Wasserwechsel. Einfach weil halt auch extrem viel Futter reinwandert und ich, ja, keine Ahnung, mit meinem Biofiltervolumen einfach noch nicht so zufrieden bin. Deswegen, ja, keine Ahnung. Denke ich, dass Frischwasser da immer eine gute Alternative ist. Ich habe jetzt tatsächlich auch den Wasserstand abgesenkt, wie ihr sehen könnt, vielleicht hier in der Mitte, da sieht man den Stein rausgucken.
oder hier auch an den anderen Stellen sieht man die Steine rauskommen. Ich habe den Skimmer quasi neu eingestellt, tiefer eingestellt und umgestellt. Ihr könnt das auch sehen, hier unten auf dem Boden. Lass ich mal hier rüber, vielleicht sieht man es dann besser. Ja. Hier unten auf dem Boden sieht man richtig, dass der Skimmer hier ewig stand. Der aber, wie gesagt, dann immer von dem Waschbär erreicht werden konnte und umgeschmissen werden konnte, jetzt nicht mehr. Und zudem ist es deutlich besser für meine Strömung im Teich geworden, weil sich hier hinter, ich erkläre es mal schön aus der anderen Seite, wie ihr alle wisst, oder die, wo meine Videos häufiger gucken, dass hier hinten die Strömungspumpe ist, die quasi hier vorbläst, man sieht ja auch die Strömung, und das Ganze dann quasi hier immer irgendwie gebremst wurde durch den Skimmer, der deutlich weiter hinten und links stand. Und jetzt sieht man eine richtige Kreisströmung. Also die Strömung geht quasi hier weiter und fließt. Vielleicht kann man es auch sehen. Vielleicht könnt ihr es am Sediment unten sehen. Also die Strömung bewegt sich hier quasi im Kreis und lagert jetzt tatsächlich den ganzen Schmutz ganz zentral hier in der Mitte ab. Und ich kann ihn einfach abkeschern. Ja, sehr geile Idee. Hat wunderbar funktioniert, muss ich sagen. Und von daher, ja. Nächster Punkt, Graskarpfen. Ich werde sie rausfangen, die Kollegen, und dann wahrscheinlich auch verschenken oder an den Angelteich geben. Von guten Bekannten von mir, die haben da so einen riesigen Karpfenteich und da ist alles Mögliche drin. Von daher, da hätten die vielleicht noch ein paar schöne Resttage. Aber wie fange ich sie raus? Ich fahre jetzt demnächst zum Baumarkt und hole mir mal Angel-Equipment, weil das wird wahrscheinlich das Effektivste sein. Die Goldfische konnte ich immer so rausfangen mit dem recht groben Kescher, wo man auch unter Wasser dann schnell und zügig bewegen kann. Aber da wird es mit den Graskarpfen nichts. Das sind ja auch schon richtige Brecher. Ihr seht es ja hier. Die sind zum Teil so lang wie der Karashi-Goi, also würde ich mal sagen 50 cm oder so. Ich weiß nicht, was der ist. Hat der 50? Schwer einzuschätzen, aber ich gehe mal stark davon aus, oder ich hoffe es zumindest. Oder vielleicht sogar mehr. Keine Ahnung. Denn die im Wasser sind echt immer schwer einzuschätzen. Von daher, aber ihr seht es ja, wie gesagt, die müssen raus. Irgendwie tut es mir auch mega leid, dass sie raus müssen. Keine Ahnung. Vielleicht lasse ich sie auch drin. Weiß es nicht. Mir blutet irgendwie das Herz, weil das sind die ältesten Fische im Teich. Die waren schon weit vor den Kois da und waren mal pro Stück, glaube ich, 1,5 oder 2 cm lang. Also wirklich winzig und sind wirklich riesig geworden. Von daher, ja, schauen wir mal. Glanz des Wassers und das Wasser an sich gefällt mir eigentlich sehr gut. Nach einem großen Wasserwechsel ist es und nach dem Reinigen vom Filter ist es eigentlich auffällig schön und trotzdem sehr organisch. Also die Bläschen oben auf dem Wasser sehen schön aus, halten sich auch schön lange und ja, das wird sicherlich noch besser über die kommenden Tage, wenn ein bisschen Futter reinwandert und die Fische dann dementsprechend auch ein bisschen Futter für die Mikroorganismen im Filter bilden. Ihr wisst, was ich meine, also reinscheißen in den Teich. Von daher schauen wir mal, was passiert. Erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Im Anschluss kommt vielleicht noch das ein oder andere Video von dem Waschbär mit rein. Das andere verlinke ich euch sowieso. Und von daher, ade wasche von meiner Teichlandschaft. Und ich hoffe, bei euch läuft's gut. Und bis zum nächsten Mal.